Ich möchte mit dir über etwas reden. Es zählt nur, dass wir jetzt da sind. Und wen haben wir hier? Erinnerst du dich, was du mir gesagt hast? Tja, mir war dieses... Meinst du das jetzt ernst? Oh, Sam. Ja. Ich gebe dir Bescheid, nicht andersrum. Gibt's doch nicht. Ich muss kurz eure Soldaten plündern. Sorry, wenn das sehr auffällig ist, aber... Echt gutes Zeug dabei. Okay. Hi. Ah, du siehst nicht aus wie ein Marine. Und auch nicht wie von der Miliz. Wer bist du? Ja, wie soll ich es am einfachsten sagen? Ich gehöre zur Constellation. Wie bitte? Wusste gar nicht, dass ihr so viel drauf habt. Captain Mayong, UC Marines. Veteranen der Koloniekriege. Schild des Paduk-Passes. Bester Marine im Dienst. Und dieses Großmaul ist Private Sai. Wäre sie nicht so eine verdammt gute Soldatin, müsste sie die nächsten 10 Jahre Latrinen putzen. Ihr habt Leben gerettet. Und das werden wir euch nicht vergessen. Captain Gerne, Mayong. Kein Problem. Du bist eine Legende. Ich habe von dir gehört, als ich für die Colonies gearbeitet habe. Und du bist hier? Mein Ruf eilt mir voraus, was? Endlich kann ich das mal sagen. Ich will Zivilisten retten. Ich glaube, dieser Forschungsposten kommt dafür in Frage. Das könnte... Auf jeden Fall. ...vors Kriegsgericht kommen. Der Captain und ihre Marines? Tja, ohne sie wären wir jetzt alle tot. Ihr gehört zu Freestar, seid aber zuallererst Sandlatscher. Ich wollte euch nicht einfach diesen räudigen Spacern zum Fraß vorwerfen. Ist nett. Was sagen wir denn jetzt darauf? Eine Legende steht also vor uns. Du hast Kampfgeist, den können wir gut gebrauchen. Wir haben uns hier einen Hinrichtungsaufschub erkauft, aber der läuft auch irgendwann aus. Die Mistkerle sind unorganisiert und ohne Disziplin, aber sie haben Raum. Das ist ja gut. Und wir nicht. Deswegen können sie Verstärkung herbringen, bis sie uns zahlenmäßig überlegen sind. Und dann schlagen sie zu. Hart. Ich habe auch ein Raumschiff. Ich habe ein Was Schiff. Bedeutet, dass sie die Verstärkung nicht mehr über uns abladen? Aber das sind zu viele. Und du bist allein. Wir brauchen einen Plan. Ich habe ein dringendes Problem, Captain. Ich habe Truppen und Zivilisten im Feld. Die werden von den Spacern ausgeschaltet. Ich kann sie nicht sitzen lassen. Dann wärst du auch ein verdammt schlechter Anführer. Aber wir brauchen jeden, um die Verteidigungsanlagen wieder in Betrieb zu nehmen. Mahoney meinte, laut ihrer letzten Übertragung hätten sie Probleme. Könntest du vielleicht zum Forschungslager fliegen und alle Spacer ausschalten? Sie melden sich nicht mehr. Hoffentlich gibt es noch Überlebende. Mach es schnell und effektiv. Okay. Nett, euch kennengelernt zu haben. Ihr seid sehr sympathisch. Ein bisschen plündern schadet ja nie, oder? Hehe. Okay, dann kommen wir jetzt hier raus, ja? Geh schnell hin. Ja. Bisschen Geduld bitte, ja? Wir sind nicht die Schnellsten. Und hier gibt's... Waren das Schüsse? Warum wurde denn jetzt hier geschossen? Ich dachte, der Satz mit, hey, töte alle, ist erledigt.
ist der so schnell hier hin? Was hinterfrage ich das überhaupt? Gut, dann gehen wir die Jungs mal ausschalten, oder? Oh, wir tragen wieder zu viel, Leute. Oh, nervt mich das echt. Also das Tragelimit ist nicht für uns. Sondern wirklich gnadenlos gegen uns. Ist ja katastrophal. Habe ich überhaupt Punkte? Ich habe 3 Skillpunkte? What? Ja, auf jeden Fall erhöhen. Nice. Jetzt müssen wir ein bisschen rumsprinten, um es zu verbessern. So, dann haben wir die Ballistik freigeschaltet, ne? 20% mehr Schaden. Und Pistolen haben wir auch freigeschaltet. 25% mehr Schaden. Sehr gut. Und wir können wieder gehen. So, jetzt haben wir insgesamt wie viel Kilo? 160 Masse. Das ist immerhin schon mal etwas. Komme ich hier hoch? Muss mal einmal außen rum oder so, weil hier sehe ich gerade keinen Weg hoch. Oder so. So geht's noch. Die haben bestimmt gerade eben noch den letzten Spacer gefunden, der da rumflitzte. Hat immer alles schön kalt gehalten hier. So, einmal ins Cockpit. Dann können wir nämlich... Etwas, worüber ich reden möchte. Ja, Sarah. Wir haben ein Problem hier. Huch. Moment, Inventar. Sonstiges. Können wir schon mal hier einlagern. Tschüss. So, dann auf Ressourcen. Alle Ressourcen einlagern. Sehr gut. Notizen wiegen nichts im Übrigen. Finde ich gut. Das brauchen wir alles gerade einfach nicht. Das wäre Quatsch, wenn wir es mitnehmen. Unsichtbar. Einfach getarnt. So. Jetzt fliegen wir einmal kurz über den Planeten rüber. Auf die andere Seite. Schön langsam. Sehr gut. Dann gehen wir einmal raus und gehen wir mal auf der Forschungsstation gucken, was da los ist, oder? Näher hätten sie die nicht bauen können? Nein. Warum auch? Schalte die Spacer aus. Okay. 2, 4, 6. Ist noch eine Anzahl an Spacern, mit der man leben kann, würde ich sagen. Antipersonenpistole. Erdzeitige Pistole. Sieht aber trotzdem nice aus. Ja, leider haben wir keine Waffe mit Zielfernrohr oder so. Wir müssen uns schon damit hier rumschlagen. Hey,
Fick dich, du Arschloch! Du Drecksack! In den Busch rein! Habt ihr gut gemacht, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bisschen von der Seite hier auskundschaften. Scheiße ist, dass wir echt nichts für Fernkampf haben, ne? Kommt einer. Pistolen sind manchmal immer noch die beste Wahl. Da fallen sie eigentlich ganz gut mit um. Ich gucke nur nach Munition, alles gut. Einer läuft weg. So, schön in den Kopf. Richtige Drecksäcke, ne? Laufen dann auch noch feige weg. Wenn sie können. Solche Kisten gefallen mir am meisten. Schlechtwetter-Outfit. Brauchen wir nicht. Wo haben wir die anderen denn getötet? Ach, da oben liegt einer. Die anderen finde ich gerade nicht. Zwei haben wir ja schon geplündert. Ich dachte schon, wir werden nicht reingelassen. Ich gehe schon mal vor, ja? Bis gleich. Die Spacer sind furchtbar. Absolut. Es waren einfach zu viele. Du hast uns gerettet. Private Mahoney hat gesagt, ihr würdet kommen, aber ich wusste nicht, ob wir durchhalten. Nicht alle haben es geschafft. Aber du bist heldenhaft. Vielen Dank. Das höre ich oft. Du solltest deinem Leutnant danken. Das war Torres? Der ist so naiv. Aber okay. Mahoney meinte, wir sollten uns verstecken. Wir warten in einer Höhle in der Nähe, bis das alles vorbei ist. Keine Sorge, ich passe auf die Zivilisten auf. Okay. Richte Torres meinen Dank aus. Mach ich. Dankeschön von einem Wissenschaftler. Hi, wir können wieder. Sorry. Dann können wir wieder gehen, wenn ich das richtig sehe, ne? Genau. Halt. So, so. Und so. Ja, gut. Das ist gut gemacht. Man muss nicht immer zum Schiff zurücklaufen, sondern kann direkt hinreisen. Hast Man du kann kurz direkt Zeit? Aussteigen. Ich würde gern mit dir reden. Erinnerst ja, komm, du dich? Du gibst ja keine Ruhe. Tja, das, mir war ja. Ja, 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 das hatten wir. Wirklich? Deine Vorgängerin das hast du noch nie erwähnt. Aber. Als ich die Tagebücher gelesen habe, sind all die schönen Erinnerungen an meine Zeit mit Aja zurückgekommen. Okay. Aja Mamasa. Sie war bei der Gründung der Constellation das jüngste Mitglied. Ist in nur 15 Jahren zur Vorsitzenden geworden. Ich vergesse manchmal, dass ich nicht die Erste war, weil ich so in meiner Blase lebe. Wir sammeln auch schöne Erinnerungen. Oh, ja, absolut. Ich wollte das gar nicht vergleichen. Es waren einfach... Nun ja, andere Zeiten. Aja hat mir bei der Constellation alles beigebracht. Mich als ihren Schützling unter die Fittiche genommen. Das ist gut. Der Neuling wird der Vorsitzenden an die Seite gestellt. Komm mir bekannt vor. Hey... Ich habe meinem alten Boss ein paar Ideen geklaut. Und? Jedenfalls haben wir viele interessante Entdeckungen zusammen gemacht. Aber die Reise selbst war das eigentlich Tolle.
Es gibt kein schöneres Vergnügen, als das Sternenmeer zu bestreifen. Ja, genau. Das ist die beste Zeit, um ruhige Augenblicke zu genießen. Es gab nichts Schöneres, als sich zurückzulehnen und zuzusehen, wie der Raum sich krümmt, während Aja lebendige Geschichten erzählt. Diese kuschelige Isolation ist die beste Art, jemanden kennenzulernen. Kuschelige Isolation. Ja, du weißt schon. Allein im interstellaren Raum. Nichts als Lichtjahre schwarz um einen herum. Manchen macht es Angst. Ich finde es gemütlich. Es bringt mich meinen Schiffskameraden näher. Okay. Ist mir aufgefallen. Das nehme ich als Kompliment. Vielen Dank. Wenn wir so über Aja reden, wird mir wieder klar, dass unsere Zeit ein Geschenk war. Ich vermisse sie. Ist sie tot? Nein, in Rente. Sie lebt, glaube ich, auf Purima 2. Da fällt mir ein, falls wir jemals so weit draußen sind, könnten wir sie vielleicht besuchen. Ich erwarte keine Kopie von Aja. Sei einfach... Wir haben offensichtlich beide das Verlangen, die Mysterien des Alls zu ergründen. Und das... Tja, das fasziniert mich an dir. Okay. Was? Nein, ich möchte hier nicht flirten. Gut, dann sind wir uns einig. Wie dem auch sei. Mehr wollte ich im Moment nicht besprechen. Super. Freut mich. Schönen Tag noch. Sie flirtet total mit uns und ich möchte nicht. Keine Interesse. Ich bin Space Miner. Mann. Hi. Oh, Entschuldigung. Grüß dich. Mahoney meinte, das Forschungslager wäre sauber. Ja. Ach, was würden wir nur ohne dich tun? Wahrscheinlich in irgendeinem Sterben. Grab verwesen. Danke, dass du diese Mission zu einer Priorität gemacht hast. Wir beschützen die Zivilisten und lassen keine Soldaten zurück. Das ist in ein diesem hehres Geschäft Ziel. Ist nicht viel Platz für Ehre. Also müssen wir an dem festhalten, was wir haben. Captain, erzähl uns von deinem Plan. Ich glaube, er ist gut. Die Spacer haben noch nicht angegriffen, aber Männer hinter dem Kamm abgesetzt. Sie dürfen keine Verstärkungen mehr kriegen, sonst überwältigen sie uns. Also müssen wir unsere Schiffe nehmen. Oh. Das sind ganz schön viele. So sieht's aus. Aber ich ziehe jeden Helden hier einem Dutzend von denen vor. Da stimme ich zu. Wir können nur standhalten, wenn wir sie von ihren Leuten abschneiden. Die Spacer haben zwei Gruppen. Wenn du sie ausschaltest, sind die Feinde hilflos. Also starte dein schickes Schiff und leg los. Die Wissenschaftler hier sind gute Leute. Jeder Tote ist ein Verlust für uns alle. Was? Im Orbit? Wir müssen im Orbit welche killen. Oh, Leute. Ich würde sagen, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen, oder? Ich bin immer noch unsichtbar. Wohin Warum jetzt? Bin ich unsichtbar? Eigentlich in den Orbit. Aber ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Leute, ihr seid die Besten, die dieses Let's Play durchschauen. Dankeschön dafür. Ja, macht's schon. Machen wir mal hier 4 Stunden schlafen für optimale Gesundheit, ne? 2 lokale Stunden sind 40 Minuten hier. Okay. Aufstehen. Die Sterne warten somit sind, nicht ewig. Somit sind wir auch wieder fit. Ja, wir sind unsichtbar aus irgendeinem Grund. Aus einem Bug her, logischerweise. Weil normalerweise, wenn wir uns im Geduckten bewegen, dann müssten wir sichtbar werden. Werden wir aber nicht mehr. Wir bleiben einfach durchgehend unsichtbar. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut und Tschüssikowski.